Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Ich bin mit dem Google, Hallo. mit dem Reaper. Ich bin der Sasi, hi. Ja, noch im Hi kommt nichts mehr von euch, okay? Ja, ich war gerade noch am Einfärben. Da muss ich mehrere Tasten gleichzeitig drücken. Ja, ich bin jetzt gerade in Multitasking. unserem Badezimmer und das Einzige, was fehlt, ist vielleicht eine Tür zu den Toiletten. Ja, du kannst ja G drücken und kannst die Tür und dir anschauen. Dann kannst du Bin gucken. dir schon weit voraus, beziehungsweise das ist das Einzige, was ich kann. E drücken. Das Problem hier ist nämlich dann eigentlich nur, weil wir haben diese Wände jetzt gesetzt und diese Wände kannst du eigentlich keine wirkliche Tür zwischensetzen, was blöd ist. Das heißt, scheißen bei offener Tür? Ja, wenn ich. Kann ich dir jetzt Meine, mir zeigen? macht das nichts aus, aber ich glaube, ihr haut dann ab. Ihr werdet dann das Schiff nehmen und die Station verlassen. Wenn ich einmal auf Ach dem Pott bin. Nö, nö, nö. sagst du? Also hier geht gar keine Tür dann. Nee, Tür geht gar nicht, weil wenn ich die Tür jetzt setze, geh mal da weg. Ja. Die steht da. Ja, okay. Das liegt daran, weil die Blöcke hier blöd sind. Das sind halt, du hast Also die sind halt. ja an der Seite des Quadrats Ja, oder Würfels. du hast halt immer einen Block. Egal wie du es machst, egal wie viel der ausfüllt, hast du immer einen Block, der gesetzt wird. Und an Ja. den wird wieder was dran gesetzt. Ja, schade. Deswegen, Aber man müsste es eigentlich. Moment, haha, Moment, es gibt noch eine Möglichkeit. Den hier nochmal weg. ja. Nee, nee. Das ist doch irgendwie das Gleiche. Ha? So willst du das machen? Ja. Weil dann haben wir nämlich eine Tür. Ist auch besser so. Ich bin mir interne Panzerung, 4 Stück. Ich renne ja schon. Nöt, Ja, nöt. lass, lass, Nöt, lass nöt. den Chef mal rennen. Hase, nöt, nöt. Er geht doch dran vorbei. Ja, wenn du irgendwas setzt oder so. Ja, du wirst nicht gleich dran sterben, ist ja schon gut. Ah, ich wollte das eigentlich in der Luft haben, Hase. Was Was für will er interne nicht? Panzerung. Ich wollte die Förderleitung eigentlich oben haben, in der Luft haben, einen Block höher. Nö. Ja, so ist jetzt auch okay, aber eigentlich wollte ich es eine Etage höher. Denn so eine interne Panzerung aus, beziehungsweise wo könnte die sein? Moment, Fertigware ist leer, kleiner Frachtcontainer ist leer. Oh, wir haben keine mehr. Doch, doch, wir haben schon noch. Guck mal richtig genau. Da baut jemand die gerade. So, ich hab welche. So, also ein bisschen habe ich jetzt mal gebaut. Ich muss dann hier hinten halt noch ein bisschen schlauer das bauen, weil die Toilette kommt mir wirklich in den Weg. Und ich Wir müsste können eigentlich unten durchbauen. einmal könnten aber Motor auch oder die Moment. Seite wechseln. Nee, aber wir könnten eigentlich auch hier, da wo du jetzt den Weg nach oben gemacht hast, da diesen Winkel, da könnten wir eigentlich einfach den Cargo-Container hinsetzen. Okay, gute Idee. Das reicht ja. Weiter wird ja hier eh nicht gebaut. Es sei denn, ja, ich denke mal, so reicht das eigentlich auch. Hast du Motor Ja, mitgenommen? gut. Nee, nee, ich habe im Moment noch gar nichts. Ja, ich hol. Da kann ich ja gucken, Interne was Panzerung das für sollte ich Dinger noch haben, sind. 40 Stück. Ein Cargo-Container. Für was? Wegner. Interne Panzerung? Cargo-Container hier. Kannst du es mir auf den Boden legen, bitte? Ach, ich hab keine. Hä? Ich hab dir doch gerade. Moment, Moment. Moin.
Ich hole. Der Ding hat doch geholt, oder? Nee, der hat Motoren und so weiter für die Dings geholt. Ah, jetzt brauche ich eine Anzeige. Muss ich wirklich hin und her rennen? Das ist wirklich ein arbeitender Azubi. Ja, eben. Hol ein Teil, renn wieder zurück, hol wieder ein Teil. Wenn du das kurz fertig bauen würdest, müsstest du nicht immer hin und her laufen. So, jetzt Hase, was brauchst du? Also ich brauche einfach momentan 40 interne Panzerung, oder du brauchst es und stellst mir einen kleinen Frachtcontainer hin. So, ich habe 100 interne Panzerung dabei. Gugor, was brauchst du? Ich habe schon. Ach, du hast, okay. Ich renne einfach hin und her. Ja. Da kann ich ja sehen, was ich brauche. So, was brauche ich denn? So, Hase? Ach, jetzt fehlt nur noch... Jetzt fehlt nur noch der Computer, alles klar. Hol ich mal eben. Dankeschön. Alle stehen im Weg. Dann fliegen. So. Das hole ich mir jetzt so. Ach ja, das waren ja die lieben Herstellungskomponenten. Da brauchen wir ja Milliarden für. Beide aktivieren den Jetpack, beide fliegen hoch. Aber ich höher. Ich wollte noch höher hinaus. So, Tür ist fertig, oder? Jawohl. Alles klar, dann ich probiere direkt das Klo aus. Ja, wunderbar, passt doch. Niu, 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 niu. Hast du eigentlich die Borgs wieder angestellt? Wie jemand die anderes? Was? Borgs angestellt? Ja, ja. Jemand anderes nutzt bereits diese Station, heißt es bei mir. Ja, ja, das ist, weil du dich quasi auf ein System gesetzt hast. Ja, so würde ich das auch sagen. Ich habe mich auf ein System gesetzt und lasse Systemteile aus. Ja, das sind halt alles... Das nicht, ist klar. Nein, ich wollte eigentlich hier oben ein Dings draufsetzen, aber ich brauche Herstellungskomponente, um den Laufsteg und Platte zu bauen. Ich wollte hier ein Dach draufsetzen. Ja, ich meine, normalerweise ist ja kein Dach erforderlich, weil niemand ein Jetpack hat, wenn du auf dem Scheißhaus sitzt, aber... Wir sind ja im Weltraum, da ist es ja gang und gäbe. Ja gut, im Groben bräuchte man sowieso kein Dach hier, also... So, jetzt gehe ich noch Hände waschen. Kann das sein, ne? Ja. Grün. Was war das jetzt? Ja, sprühen, Raumspray. Ich war scheiße. Ach so. Ach, deswegen stinkt's hier so. Ja. Ja, kein offenes Feuer oder keine Funken auch, ne? Also nicht schweißen und nicht... Zu spät. Ja. Bumm. Da fehlt jetzt natürlich die Wand. Ja, das muss ich dann von außen her anpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 Stück. So. Jetzt sind unsere Duschen auch steinfrei. Super schön. Mal eine Frage für zwischendurch. Ja? Wenn wir irgendwelche Sachen brauchen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Herstellungskomponente oder Panzerglas oder, müssen wir das extra anstoßen, dass er das produziert? Ja. Wie? Du drückst an irgendeinem Block, drückst du K und dann hast du oben Produktion und da kannst du es dann anschmeißen. Ja, ich schmeiß jetzt nichts an, aber ich will einfach nur gucken. Kannst du ruhig. Guck einfach durch, was wir da also gerade haben und wovon wir wenig haben. Sprengstoff. Nee. Munitionskisten, Raketenbehälter. Tolle Sachen hier. Na, die brauchen wir ja im Moment nicht. Wo zum Teufel? Oh, cool, wir haben sogar von Stargate Universe ein DHD.
Fällt mir gerade so auf. Fertigungsroboter, Batterie, okay, kleine Blöcke, bla bla bla. Komponenten. Ach da. Werkzeug. Stuff Weapon. Zacniktel, was ist ein Zacniktel? Hä? Ein Zacniktel! Ja, Zacniktel. Sag mir jetzt nicht, du kennst kein Stargate. Nicht wirklich. Das ist eine Betäubungswaffe von Stargate. Aha, die sieht aus wie eine Schlange. Ja. Die fährt sich aus. Der Colonel O'Neill nennt das Ding auch immer Zed. Ja, dann nenne ich das auch Zed. Ja, Hase, kann ich irgendwie helfen? Nö, momentan nicht. Kann ich also zur Berufsschule? Ich brauche schon wieder Herstellungskomponenten hier, unglaublich. Ja, helfen kannst du ihm groben eigentlich schon. Wenn er die Leitung hier fertig bauen möchte, guckst du dir an, was du brauchst und holst die Ressourcen. Die Ressourcen sind gerade am... Ich glaube, die Ressourcen sind alle, beziehungsweise die sind gerade in der Herstellung. Hier ist irgendwie ein bisschen zu großes Loch. Was? Ja, hier ist ein Loch, was willst du denn? Hä? Nein, so wollte ich das alles gar nicht haben. Ja, wie soll ich sonst miteinander verbinden? Das sollte hier dran. Hier, an den hier. Bong, an den sollte das dran. Also direkt hier vorne, so wo ich davor das stehe. Ist das dran, ja. Seitlich. Kannst du hier das eine Wand trotzdem setzen? Das, nee, das sollte hier vorne dran und dann direkt ums Eck und dann da durch. Nö. Weil so hast du nämlich jetzt die Tür quasi komplett aus dem System genommen. Die könnten wir jetzt komplett abreißen, die brauchen wir nicht mehr. Und hier haben wir ein mega Loch in der Wand. Hier ja, aber. Das Loch mache ich von außen zu. Ne, ich will zuerst das Materialzeug fertig haben, bevor ich da irgendwie ein Loch stopfe und so. Mach du mal. Es wird alles gut. Take it easy. Tief durch. Ja, es sieht scheiße aus, aber. Ja, das sagst du jetzt noch. Aber guck mal, du könntest dir Motor und Panzerglas schnappen. Ja, dann mache ich das. Einfach mal ranhalten hier von der Seite her. So, oh, ne? Panzerglas. Und Motor. Und Motoren. Einfach so. Hinten. Nee, hier hinten. Hier hinten. Oh. Ja, direkt hier anfangen. Okay. Ja. Direkt ins Eck. Genau. Ja, das meine ich doch mit helfen. Herstellungskomponente brauche ich. Ja, zum Herstellen muss man Moment warten. Ah, okay. Gut. Gut. Jetzt. Könnte ich gucken, ob ich da irgendwie eine Wand hinbauen kann? Kannst du nicht. Kann ich nicht? Das heißt, dieses Loch kriegen wir nie zu? Doch, das kriegen wir zu. Ja. Du musst nachher dem Hasen nur einen kleinen Moment Zeit geben. Warte, nur noch mal Herstellungskomponente gucken. Weil der Hasen hat schon eine super Idee. Ehrlich? Ja. Da fällt ja, schon toll. Was, okay. Gut, also hier haben wir eine Türe. Hier haben wir die Türe. Die Türe. Weg da! Geh wie Gustav und die Türe. Herstellungskomponent. Ja. Tür ganz weg. Motor fehlt.
Ah, ich weiß, was du vorhast. Oh, mein Leben ist ein bisschen weiter. Kurz Leben auffüllen. Herstellungskomponente. Boah, das kostet ja richtig viel. Oh ja. Was denn? Ja, 40 Stück für so ein Förderbandteil. Ja. Nicht schlecht. Haben wir noch überhaupt noch genug Rohstoffe? Ich glaube ja. Also wir haben von den Rohstoffen müssten wir eigentlich jede Menge haben. Stahlrohr klein. Wer nicht? Und hast du Herstellungskomponente jetzt rausgenommen? Ja, ein bisschen. Also jetzt hat er wieder 60 nachgebaut. Warte, ich nehme die. So. Gut, dann können wir brauchen aber ein kleines Stahlrohr. Davon haben wir irgendwie nichts. Hab ich dabei. Erstellungskomponenten. Okay. Was sagen denn unsere Ressourcen? Rübeck, gehst du mal kurz weg, bitte? Ein bisschen zur Seite. Nach links. Das ist Gugu. Oder Gugu, gehst du mal ein bisschen nach links? Dankeschön. Das Stahlrohr klein wird aber nicht produziert. Ja, weil wahrscheinlich auch was anderes vorher dran ist, oder? Ja, die Herstellungskomponente. Jetzt wird's gebaut. Wie hast du das denn gemacht? Du ziehst es einfach nach vorne. Ah! Jetzt sehe ich, ja. Hilfe, ich raus. Na komm, ein bisschen hoch. Liegen. Nee, ich hab nichts. Schade. Herstellungskomponente fällt wieder. Die nicht produziert werden wegen dir. Nicht wegen mir? Doch, die laufen wieder. Die bauen allerdings sehr langsam. Ja, habe ich gemerkt. Reaper, könntest du mir einen Gefallen tun? Speichern drücken. Jo. Dankeschön. Ich hab's schon getan. Nein. Keine Herstellungskomponenten mehr. Brauchen wir denn hier noch Metallgerüst, so? Wahrscheinlich im Weg. So, ihr werdet hier drin sicher auch alleine ohne mich zurechtkommen. Ich gehe mal kurz außen rum und schließe das Loch. Ja, komm ruhig raus.
falls irgendwelche Leute jetzt bemerken, ja, wir hatten schon lange keinen Meteoritenschauer mehr. Yippie! Oh, die kommen wieder irgendwann. Mit der farblichen Untermalung hier unten gefällt es mir aber irgendwie überhaupt nicht. Ja, Farbe kannst du ja immer noch anpassen. Ist ja alles okay. Die hat aber Ork. Verdammt. Ja, da ich die Ansprache gemacht habe, sage ich jetzt auch euch wieder frohes Tigger. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschö, tschö. Tschüss. Ciao.